bin Professor für Informatik und speziell in dem Bereich Computer Vision tätig. Auf Deutsch heißt es Bildverarbeitung und Mustererkennung. Aus den Bildaufnahmen die Welt zu interpretieren, das ist das Ziel unserer Forschung. Und da geht es gar nicht so sehr darum, die Augen zu reproduzieren im Sinne einer Kamera zum Beispiel, sondern eher das zu reproduzieren, was das Gehirn mit diesen Bildern macht. Aus den Farben, die die Kamera aufnimmt von der Welt, möchte ich zu Konzepten kommen einer Welt von Objekten, von Relationen zwischen Objekten, von einer dreidimensionalen Struktur der Welt. Ich möchte die Bewegung der Strukturen erfassen, erkennen, berechnen.